wird es wirklich ernst. 20 Jahre nach der Wende haben wir einst gewiesen bekommen. Auch heute noch sind Kontakte und Beziehungen zu Leuten und Leuten, die Leute kennen, wichtiger denn je. Uns stand während der gesamten Bauzeit immer Hilfe von Gleichgesinnten zur Verfügung. Deshalb möchte ich heute noch einmal Danke sagen. Danke allen Teilespendern, danke den beteiligten Firmen und danke unseren Clubmitgliedern. Eine Nation ist wirklich wahr geworden und wieder mal haben wir gezeigt, dass wir doch ein bisschen was können. Ein echter neuer Wachturm ist in 4 Jahren Bauzeit entstanden und soll ab sofort zu einem Highlight in Eisenach werden. 4 Jahre haben wir auf diesen Augenblick hingearbeitet. Wir hoffen, dass dieses Fahrzeug bei euch gut ankommt. DW1, eine Geheimakte, wird jetzt geöffnet. Versprochen. Weltweit allererste Wartburg 353 Stretch mit einer echten Straßenzulassung. Alle, die EB1 gehört haben, sind diese Tonprobleme scheiße. Wo bleibt mein Ton? Das macht mich wach. Das ist Funktechnik, das ist ganz normal, das kann einfach passieren. Ich gehe mal ein Stückchen näher hier an die Empfänger ran. Dieses Fahrzeug wurde, wie gesagt, von uns 4 Jahre lang im Kleinen gebaut. Leute, die da drüben in diesem VIP-Bereich stehen, eigentlich gehört ihr alle in diesen VIP-Bereich, aber das sind Leute, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben. Um nicht so viel zu diesem Auto zu erzählen, wird ab Montag im Internet auf unserer Internetseite wartburgtreffen.de ein Link geschaltet sein, wo eine komplette Seite über jeden einzelnen Bauabschnitt informiert, Fotos, Texte, Herangehensweisen beschrieben worden. Ich sage jetzt nochmal Danke an alle und wie es sich standesgemäß für so ein Auto und unsere Szene gehört, bitte ich Pater Pax einmal zu mir. Wir freuen uns in diesem Jahr, dass er wieder und das mit 83 Jahren auf eigener Achse aus Belgien hierher gefunden hat. Da kommt jetzt ein ganz scharfer Augenblick. Ich bitte euch, mit hier rüber auf die Seite zu kommen. Wie es sich für unsere Wartbox überall gehört und was ihr auch am Sonntag mit euren Autos nochmal machen könnt. Das heißt, der Pater wird am Sonntag eure Autos segnen für diejenigen, die das wollen. Aber wir wollen schneller sein. Und als allererstes, bevor der Pater dieses Fahrzeug segnet,
das Auto oder viele geben ihren Auto Kosenamen oder irgendwelche, naja, Spitznamen, was es so alles gibt. Auch das haben wir gemacht. Und der Partner soll diesen Namen jetzt enthüllen, um den kleinen Kosenamen unseres kleinen Autos zu erfahren und zu wissen, auf was der getauft wurde. Danach bitten wir dich, Topf das Auto zu segnen und dann fahre ich das Programm gleich weiter. Du kannst dieses Tuch einfach abziehen. Der Wartburg steckt ab sofort den Kosenamen Pax. Und das ist eine Ehre, die wir unserem Partner, der seit Jahren hier zu der ganz großen Wartburg-Tat geworden ist, zu teilnehmen lassen. Wenn du schon kein Papa-Mobil hast, dann will ich zu dir antworten. Er fährt nicht nach Belgien, nicht heute. Jetzt segne ich diese Wagen, das Unikat, um die ganze Gruppe. Und ich frage an den lieben Gott, um die Wagen zu segnen und alle, die hier in die Wagen genießen. Um ohne Unfallen zu Hause zu kommen. Anne, wir haben Wachs drauf. Um dieses Auto gebührlich einzureihen und das so zu machen, wie wir das mit jedem Wartburg machen, den wir nach Eisenach in die Heimat zurückholen. Das heißt, wir begrüßen unsere Autos prinzipiell mit einem kurzen Hubkonzert durch das AWE-Tor. Und das konnten wir natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, die ganze Zeit nicht machen. Das Auto hat heute Nacht um 3.14 Uhr das allererste Mal auf eigenen Rädern das Ortseingangsschild von Eisenach erleben dürfen. Ansonsten sind wir heimlich über Autobahnen gefahren, mit Gothaer Nummernschildern, dass keiner auf die Idee kommt, dass das unser Auto sein könnte. Und all diejenigen, die es schon wussten, danke, dass ihr dicht gehalten habt.